Wie schnell arbeiten eigentlich die Formeln in meinem Tabellenblatt? Habe ich hier wahre Rennwagen oder langsame Formeln? Das Add-in Fast Excel von Charles Williams hilft mir dabei, langsame Formeln oder Probleme in meiner Datei zu erkennen. Ein bisschen nachzulesen habe ich auch auf theosblog.com vom 17. Mai 2014. Charles Williams hat sein Add-in auf dem Amsterdam Excel Summit 2014 vorgestellt. Ja, und hier in meiner kleinen Rechnung habe ich mal Werte in Spalte A und ich möchte eigentlich nur von den Werten, die kleiner 10 sind, die Summe bilden. Hab hier mal so ein paar einzelne mächtige Formeln. Summe, wenn kleiner Wert 10 ist, da bildet die Summe dieser Werte. Ja, Summe, wenn hier in Matrix-Schreibweise und Summenprodukt, die regeln alle das Gleiche. Die Hilfsspalte brauche ich momentan noch nicht. Ich bin kein großer Fan von Hilfsspalten, aber erstaunlicherweise wird es dadurch vielleicht schneller. Mal gucken. Hier habe ich eine Formel und in meinem Add-in Fast Excel von der Webseite decisionmodels.com habe ich hier die Möglichkeit für die markierte Zelle Calc-Range zu berechnen, in welcher Zeit 5,513 Millisekunden momentan wird diese Zelle berechnet. Diese Zelle bezieht sich ja hier auf knapp 10.000 Zellen. Ändert sich eine dieser Zellen, ich mache mal hier eine 7 rein, dann werden alle Formeln neu berechnet. Das heißt, es wird hier in allen Formeln entsprechend, ja, über diese Bereiche nochmal drüber geschaut. Die werden neu kalkuliert. Ja, und das ist also entscheidend, wie schnell so eine Formel ist. Moment, die war 5,23 jetzt gerade. Hängt davon ab, was der Rechner noch zu tun hat. Die 10,2 doppelt so lang. Und diese Formel Summenprodukt braucht hier gerade 11. Ja, hatte ich auch schon schneller. Also Summe wenns oder Summe wenn war hier gerade das schnellste. Und was ist hier eigentlich mit den Hilfsspalten? Hier habe ich eine Wenn-Funktion jeweils drin. Guck, ob der Nachbarwert kleiner 10. Wenn ja, schreib den Nachbarwert hier rein. Ansonsten 0. Das heißt, ich habe hier viele Daten noch eingetragen. Nochmal genauso viele wie hier drüben daneben. Aber die werden nur, diese Zelle hier zum Beispiel, wird nur dann neu berechnet. Diese hier, wenn der Wert, worauf sie sich bezieht, neu berechnet wird. Die anderen nicht. So. Die Funktion Summe, und ich markiere mal hier die Daten, genauso wie in dem anderen Bereich, nehme aber diesmal die Summe von dieser Hilfsspalte. Die Funktion Summe kriegt natürlich jetzt gerade hier das gleiche Ergebnis raus. Aber wie schnell ist die? Das schnellste hier war, ja, jetzt gerade 6,3 Millisekunden, und das hier braucht 80, 8-mal schneller, nicht 10-mal, aber viel schneller die Summenfunktion. Man muss sich nur mal vorstellen, hier ändern sich mehrere Werte. Das heißt, jedes Mal, wenn sich hier eine Zahl ändert, wenn hier andere Zahlen reinkommen, wenn hier andere Zahlen eingetragen werden, werden diese Funktionen alle neu errechnet. Das hier braucht mehr Zeit hier oben als diese Summenfunktion. Weil hier haben sich auf Basis dieser Änderungen ja nur die hier Änderungen ergeben und diese Summenfunktion ist einfach viel schneller. Man kann also seine Formeln optimieren, man kann seine Formeln überprüfen und es ist auch hier natürlich ganz entscheidend, wie schnell ist so ein Blatt insgesamt. Dafür gibt es dann hier oben entsprechend Schalter. Berechne hier, wie schnell ist zum Beispiel diese Spalte, wie schnell wird diese Spalte berechnet, Calc-Range, dann sagt er, das dauert 16 Millisekunden, aber nur dann, wenn sich alles ändern würde. Ja, das hätten wir ja sowieso. Ändert sich hier jeweils was? Jeweils, jeweils, jeweils durch Einzeleingaben würden diese Werte hier eh immer neu berechnet werden. Dann gibt es Full Calc Cheat, also berechne mal das ganze Blatt. Wie lange dauert das? Knapp 60 Millisekunden. Full Calculation ist das ganze Moment, das ganze Book, Workbook, every formula in Workbook, da sagt er, Seconds, nicht mehr Milliseconds. Und wichtig ist einfach auch, auf wie viele Formeln bezieht sich eigentlich, auf wie viele Zellen bezieht sich eigentlich so ein Zählen wenn hier? Zum Beispiel Zählen wenn bezieht sich hier gerade auf eine Zelle, auf den Bereich von A2 bis A2, also auf den Nachbarbereich. Man kann das ja erkennen, wenn man hier so einen Doppelklick macht,
dass der Bereich hier bei dieser Formel immer größer wird. Wir haben uns mal gewundert, wir hatten hier knapp 10.000, 20.000 Zeilen und wollten einfach ermitteln, wie oft kommt dieser Name Fred zum Beispiel hier in diesem Bereich und dem Bereich darüber schon vor. Wenn wir hier oben zum Beispiel mal einfach 10 Zeilen, hier unten steht, 10 Zeilen markieren und ich sage Karl Grange, dann sehe ich 0,58 Millisekunden. Wenn ich mich jetzt weiter nach unten ins Blatt stelle, also ich habe hier mehr Daten und ich markiere hier mal 10, so, das sind auch 10, Karl Grange, brauche er hier schon 8,354 und noch tiefer, vielleicht am unteren Ende, na, noch eine mehr, 12,3, obwohl eigentlich immer die Formel drin steht, aber der Bereich wird größer. Es war dann nachher so, dass der Rechner abgestürzt war, wenn ich das über 20.000 Zeilen bei mir ausführe, also das macht dann wirklich keinen Spaß. Da merkt man schon, hier ist nur einfach ein Zählen, wenn drin. Wenn ich das kalkuliere, so, jetzt könnte ich mal ein bisschen was über mein Leben erzählen, nee, so lange geht es nicht. Das waren schon 0,6 Sekunden hier. Ich sehe hier auch gerade, es sind hier über 1 Million Zellen tangiert, weil jede Formel, jede Zelle berührt ja hier durch ihren Bereich A2 bis A1451, berührt hier zum Beispiel 1450 Zellen, die da drüber 10 höher, 1440 Zellen und in Summe kommen da über mit 1 Million raus. Excel kann halt eine Menge rechnen, aber irgendwann wird so ein Blatt auch langsam. Wir haben die Möglichkeit, also unsere Kalkulation zu optimieren. Wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel mit GoTo auch die Bereiche, auf die ich mich beziehe, Direct Precedence of this Cell, die Bereiche hier kenntlich zu machen, die hier zu diesem Wert führen. Es gibt eine ganze Menge hier noch an Tipps und Tricks in diesem Add-in Fast Excel. Da werden wir noch drüber gucken und auch ein paar andere Tipps. Es gibt hier tolle Handbücher. Die Website kann ich nur empfehlen. Einfach mal drauf schauen. Also falls Excel wirklich träge reagieren sollte, muss man sich einfach mal seine Formeln angucken oder auch direkt beim Tippen vielleicht einfach mal prüfen, welche Variante, die zum gleichen Ziel führt, ist hier vielleicht die schnellere. Ich würde mich über den Daumen nach oben freuen, wenn euch dieser Tipp gefallen hat. Bis zum nächsten Video.